So, da sind wir wieder zurück. Wir gucken gleich mal, welche Runde es ist. Wir haben einen Antagonisten und zwar ist es mal nicht Hector. Große Güte, es sind die Amazonen. Die sind bei uns auch genau, also relativ nebenan, schon auf den griechischen Inseln. Wir haben einen Antagonisten, also der kam jetzt quasi raus. T-Level 12, okay, nicht so schlecht. Ei, mein Spion ist schon wieder verwundet worden. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt den Antagonisten freigeschaltet. So, gucken wir uns doch mal an. Hier sind sie. Hier sind sie schon drauf und ich gehe mal davon aus, dass sie dieses Land hier für einen eingenommen haben. Also wir müssen nicht unbedingt hier oben hin, jetzt am Anfang. Ihr seht auch, Paris und Hector leben beide noch, das heißt, die haben es noch nicht hingetreten, sich da gegenseitig mal abzuschlachten. Beziehungsweise den einen den anderen zu übernehmen. Okay, das heißt, wir müssen natürlich jetzt aufpassen. Jetzt ist quasi diese Schaltfläche hier oben frei geworden, der Antagonist. Und ihr könnt mal gucken bei aktuellen Plänen, was sie jetzt ungefähr machen werden. Ja, ist nicht jetzt präzise oder so, aber schon. Und zwar die Geschichte der Feindschaft. Ah, okay. Abkommen mit Argos, Abkommen mit Abanten. Das fanden die ja so schlecht, ja. Okay. Eure Feinde planen, jede Siedlung zu plündern, die ihr nicht schützen könnt. Ah, okay. Also die wollen quasi von hier aus jetzt zu mir irgendwo hier rein. Jetzt guck mal, lass uns mal bei Amazonen. Was haben denn die für Kriegsgegner? Ja. Lydia ist klar. Minoisches Legion. Slava und Lydien. Oh, Lydien auch. Okay. Also, Lydien und Slava sind hier hinten. Und die Minoischen Dinger sind meistens irgendwo hier gewesen oder sowas. Ah, sehe ich leider nicht. Die waren irgendwie. Ich glaube, die Goldmini hier unten hatten sie immer. Die waren also so eher auf den Inseln. Das heißt, die werden vielleicht nicht lange durchhalten. Das ist mal sehr interessant mit den Amazonen. Okay, das habe ich noch nie gehabt, dass ich die Amazonen als Gegner hatte. Achilles gegen die Amazonen. Wer kennt es nicht? Das neue Spiel. Ne? Jetzt im Shop. Okay, die nerven mich jetzt ziemlich tierisch. Aber wir brauchen weiter Gold. Das heißt, ich gehe jetzt. Ich habe beide Spione jetzt auf Level 14. Das heißt, ich kriege jetzt immer, wenn jemand, wenn der Spion was macht oder so, kriege ich jetzt 50 Gold mehr in die Runde. Das ist natürlich super. Ansonsten haben wir Naridos gerade mal kurz besiegt in 3 Runden waren es. Mit 2 Armeen. Er rennt hier noch irgendwie hinterher. Er hat noch leider dort das eine Siedlung hier unten. Ich hoffe, die wird mal irgendwann eingenommen. Von meinen in Anführungsstrichen meinen Verbündeten, weil Naridos zum Beispiel, der hat halt komplett die Griechen gegen sich. Salamis, Treuzeln, was halt eine Satrapie ist von Mykene, glaube ich. Dann Ithaka, Sparta, Argos, Mykene und mich. Also der hat die komplette Walachei, die kompletten Großstaaten gegen sich aufgebracht. Ich war jetzt nur der Spitzenstand dazu, also ich kam dann irgendwann dazu. So, und das Schöne ist, meine neue Armee ist übrigens fertig. Ich habe mich jetzt so entschieden, dass ich das aus Kostengründen so aufbaue. Und zwar, wir haben die Streiter von Pythia, das ist unsere Hauptstreitmacht quasi. Da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist quasi die Truppe, die in der Mitte steht und die gegnerische Angriffslinie abblockt. Und die Streiter von Pythia werden ja auch verbessert, wenn wir irgendwann mal Level 5 sind mit den Gebäuden hier, durch Achilles Kriegskonzil. So, das heißt, die 8 Soldaten, die wären ziemlich geil. Dann habe ich mich aber nicht für die thessalischen Seesoldaten entschieden, sondern für aedinische Läufer, weil die Seesoldaten einfach zu teuer sind. Also, ich produziere auch gleich übrigens nochmal weiter. Wir müssen jetzt mal ein bisschen Gold für die Athener ausgeben. Warte mal. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Ja. 600 Nahrung, Alter. Okay. Ich mache das mal ganz kurz und dann sage ich euch, was ich hier eigentlich mache und was ich euch empfehlen würde. Es ist auch so, mit jedem Spieldurchlauf kann man das immer mehr maximieren, weil man immer mehr vom Spiel versteht. Also wie zum Beispiel, dass man ja diesen komischen göttlichen Handwerker erstmal in die Armee reinlässt, dann erstmal 6, 7 Runden drin lässt. Ich werde übrigens nochmal ausprobieren, wie das ist. Der ist ja 8 Runden lang da. Der kommt raus, kann die Runde nichts machen und hat dann 8 Runden Zeit. Und theoretisch habt ihr ja 20 Einheiten drin. Das heißt, der müsste eigentlich 7 Runden, der kann jede Runde 3 Einheiten, macht er halt diese krasse Hephaistos-Ausrüstung. Und der müsste also theoretisch 7 Runden in eurer Armee stehen bleiben, um alle Bataillone diese Ausrüstung zu geben. Ich werde nochmal rausfinden, sozusagen, ob er, wenn er mit Runde 0 rausgeht, also wenn er nur noch 0 Runden hat, ob er dann schon weg ist, oder ob ihr dann noch es schafft, ihn irgendwo reinzumachen.
Oder halt, ob ihr nur 6 Runden in der Armee verweilen dürft. Also der Unterschied ist quasi, er kommt eine Runde raus, dann soll er 7 Runden in der Armee verweilen und in der 7. Runde quasi, also am Anfang der 7. Runde macht er ja diese ganzen Kampferprobten-Sachen da, und in der 7. Runde, also in der letzten Runde hoffentlich, darf er noch in eine Region rein und die verbessern. Das ist die Idee. Wenn ihr eine Region mit Hephaistos verbessert habt, habt ihr auch das Symbol daneben. Das ist zum Beispiel bei mir jetzt hier Fera. Und wie gesagt, da kriegt ihr halt 50% mehr Ressourcen. Das ist fünfmal stapelbar. Das nächste gibt 20% und ich glaube, dann sind es 10% oder sowas. Also ihr könnt es jetzt nicht, ist jetzt nicht jedes Mal 50%, das wäre ein bisschen overpowered. Aber ihr seht natürlich schon den Unterschied zwischen Fera und Kranon, obwohl die gleich aufgebaut sind. Seht ihr aber den Unterschied natürlich schon, was da los ist. Und beide haben auch. Nee, und hier ist aber auch der archaische Einfluss noch nicht gut genug. Muss man auch dazu sagen. Deswegen, sonst würde hier auch ein bisschen mehr rauskommen. Aber dann könnt ihr halt so eine Siedlung auf fast 3000 Nahrung pushen. Mit einem einzigen Handwerker, der drin ist. Das ist natürlich fett. Genau, also wie gesagt, du gehst mal rüber. Musst aber noch eine Runde warten, weil wenn ich jetzt die Einheiten rekrutieren würde, sind sie nur Rang 3. Und unsere guten Einheiten kamen halt Rang 7 raus. Die kommen alle Rang 7 raus. Also das ist schon Heidi Witzka. Rang 7 mit auf jeden Fall schon mal guter Hephaistos ausrüsten. Und dann wird halt die Rüstung nochmal quasi um ein, was weiß ich, wahrscheinlich um 5 Punkte nochmal erhöht. Also, jawohl. Jawohl. Der Gesandte von der 3. Armee läuft schon hinterher. Den würde ich auf jeden Fall euch raten, wenn ihr die Armee aufbaut, baut sofort den Gesandten oder eine Runde vorher. Schickt den immer halt quasi auf eure Siedlungen. Der macht dann halt irgendwie ein bisschen Einfluss da mehr. Das bringt euch einen Scheiß, weil es halt logischerweise wieder runtergeht über die Zeit. Aber es kostet auch nur 100 Nahrung, das zu machen. Habe ich die Runde schon gemacht, deswegen brauche ich es nicht nochmal machen. Und ihr könnt ihn dann super schnell auf Level 3 aufbauen. Und Level 3, wenn ihr auf Level 2 kommt, würde ich den Punkt nicht ausgeben, sondern dann warten. Und wenn er auf Level 3 ist, würde ich halt inspirierter Redner machen und dann halt eins von den beiden Sachen. Ich entscheide mich hier lieber für den rüstungsdurchdringlichen Schaden, dass der ein bisschen mehr wird. Ihr könnt aber auch mehr Nahkampfangriffsschaden nehmen, wie ihr es euch beliebt. So, was habe ich mit den Priesterinnen gemacht? Ihr könnt 3 Priesterinnen bauen und ihr könnt euch entscheiden zwischen den 9 Göttern, welche 3 ihr davon sozusagen die ganze Zeit über 600 halten wollt. Bei mir ist es so, jetzt für den Stamm, ich nehme gerne Aphrodite. Einfach nur, weil ich eigentlich immer, wenn das Gebet ab ist für Aphrodite, also alle 5 Runden, gerne bete, einfach nur für den Wachstum und für die öffentliche Ordnung. Und Aphrodite hat dann auch ein bisschen ein paar, also die Vorteile, die links stehen, wenn ich also diesen Kult von Aphrodite verehre, die sind halt auch nicht schlecht. Schadensresistenz für Helden nimmst du mit. Ja, für jeden nicht anderes Paar kriegst du nochmal 1 Zufriedenheit mehr, maximal 5 nimmst du mit. Mehr Gefangene nach der Schlacht, also quasi du lädst deine Armee dann schneller besser auf. Nochmal mehr Wachstum fraktionsweit. Diplomatische Beziehungen nimmst du auch mit, hast halt weniger Kriegserklärungen und. Und 200% mehr dieser Erlass, dass du halt mehr Wachstum und mehr öffentliche Ordnung in deinen Provinzen bekommst. Das nimmst du alles mit und wie gesagt, dann ist halt die Frage, ob du dann überhaupt noch beten musst für die 50 Wachstum und 5 Zufriedenheit oder ob das du da lässt und das die Nahrung und das Gold sparst. Hephaistos ist klar, müssen wir hochbringen, weil dieser göttliche Handwerker einfach sowas von overpowered ist. Aber der hat ja noch andere Vorteile, wie mehr Goldproduktion, mehr Bronzeproduktion, Baukostenreduktion von Produktionsgebäuden. Oder unten, Rüstung des Helden nochmal plus 20. Plus 20 Punkte, nicht 20%, plus 20 Punkte. Ne? Oder 30% mehr auf rüstungsdurchdringlichen Schaden von allen Nahkampfeinheiten. Nimmst du mit? Ne? Klar, diese Streitwaren, die brauchst du nicht, aber ihr könnt auch das Gebet machen. Da müsst ihr halt gucken, ob ihr Einheiten mit Schild habt. Und das ist natürlich eine nette Sache. Wenn ihr nicht normale Bogenschützen baut, wie zum Beispiel, oder die, sondern die Wurfspeerträger, die haben nämlich ein Schild. Sowieso hat jede Einheit in dieser Armee, die ich jetzt so konzipiert habe, ein Schild. Die thessalischen Seesoldaten, ich zeige es euch nochmal, die hätten halt kein Schild. Und deswegen sagte ich mir so, nee, dann, weil wenn ich dann theoretisch sagen würde, okay, ich mache jetzt nicht Aphrodite die ganzen Gebete, sondern ich mache eigentlich immer, wenn Hephaistos ein Gebet ab ist, oh, ich muss noch Athene beten. Wenn ihr Hephaistos ein Gebiet ab ist, sozusagen alle 5 Runden, dann mache ich lieber Hephaistos, weil ihr kriegt 25% mehr Moral für alle eure Einheiten dann sozusagen, wenn ihr alle nur mit Schild baut. 25% mehr Moral, ein Viertel mehr Moral, nimmst du mit. Und 12% mehr Schussresistenz. Wie gesagt, nimmst du mit. Also ihr könnt, wie gesagt, 3 Priesterinnen bauen. Und dann baut ihr halt die 3 verschiedenen Tempel. Also in meiner Hauptstadt habe ich den Hephaistos-Tempel, weil ich hier die Einheiten rauskriegen möchte. In irgendeiner Nebenprovinz habe ich halt einen Aphrodite-Tempel.
also der Standardtempel quasi für meine Nebenprovinzen. Und in einem Tempel, in einer Nebenstadt habe ich, da wo ich nämlich übrigens meine Helden produziere dann, habe ich einen Tempel der Athene gebaut, weil ein Tempel der Athene gibt euch nochmal plus 6 Ränge bei der Rekrutierung. Ich habe letzte Runde einen Helden rekrutiert, der ist Level 12. Er kommt Level 12 raus. Ihr könnt dann noch den Alassi nämlich machen, heroische Lage, nochmal ein Rang bei Rekrutierung von Helden. Jetzt kann ich ihn wieder umändern. Ich brauche hier, weil ich hier auf Level 5 gehe, brauche ich hier auf jeden Fall die Spieler organisieren nicht mehr, weil das mache ich vor allen Dingen, um den Wachstum zu kriegen. Deswegen gehen wir jetzt ganz normal auf die Handelssteuer. Die könnt ihr leider nicht buffen mit irgendwelchen Göttern. Bisschen schade. Deswegen können wir jetzt 5% mehr Einkommen. Gut, so viel ist es nicht. Es ist ein bisschen mehr Nahrung. Nimmst du mit. Genau, und das heißt, das würde ich euch echt empfehlen, wenn ihr wirklich nur eine Stadt habt, wo ihr Einheiten baut, wie es bei mir jetzt mit Achilles ist. Bitte ich Achilles oder Achilles? Ausgesprochen, das ist echt eine gute Frage. Ich habe es, glaube ich, beides schon mal gehört. Gut, auf jeden Fall haben wir hier den Tempel der Athene gebaut, um einfach nochmal, wie gesagt, dran der Rekrutierung von Helden noch ein bisschen zu machen. Das heißt, hier baue ich einen Held. Macht dann so, dass ich hier natürlich auch auf diese heroische Lage gehe, um nochmal bei Einheiten auch nochmal bei der Rekrutierung einen mehr zu haben. Wenn die Einheiten sehr teuer sind, kann man natürlich überlegen, auf Rekrutierungskosten zu gehen. Aber ich habe dann lieber, glaube ich, würde ich denken, lieber das Level mehr. Also wenn es euch möglich ist, das Level mehr, wenn ihr wirklich Kosten sparen wollt. Zum Beispiel, wenn jetzt Achilles-Einheiten unglaublich viel Gold kosten, dann gehe ich hier auf 10% auf jeden Fall. Also für die Achilles-Elite-Einheiten. Weil das einfach zu viel Gold ist. Ihr seht zwar, ich mache gerade sehr viel, aber das ist halt durch Diplomatie, ist über die Hälfte, oder ungefähr die Hälfte ist durch Diplomatie. Also von daher, also ich zahle halt gerade, wie viel zahle ich denn? 700 Bronze jede Runde, damit ich 138 Gold bekomme. Und ihr müsst auch erstmal ein Volk finden oder einen Stamm finden, der so viel Gold hat. Der hat jetzt über 1000 Gold gehabt, deswegen habe ich gesagt, komm hier, 10 Runden lang, gib mir all dein Gold, was du hast. Der wird es danach nicht mehr haben, logischerweise. Aber das ist eigentlich eine schöne Sache. Ihr braucht nämlich Bronze halt, wie gesagt, wirklich nur für eure Einheiten. Und so eine volle Armee hier kostet mich nicht mal 300 Bronze. Und wie gesagt, wir haben ungefähr 600, wenn wir die minus 92 und die 700, die wir ausgeben, wegrechnen. Dann wollen wir bei plus 600. Ich baue jetzt noch eine Armee, habe also immer noch plus 300 Bronze. Das heißt, ich kann immer noch wieder ein bisschen Holz, ein bisschen Gold kaufen. Ja, hier hat sich nicht viel dran geändert. Wir machen jetzt immer ein bisschen Stein. Das ist okay, das nehmen wir mit. Ne, aber wir geben auch super viel aus, aber vor allen Dingen Gold brauchen wir. Das ist leider der Fall. Und wir brauchen auch für diese Armee hier, brauchen wir auch Gold. Also 8 Einheiten von den Streitern von Pythia. Dann habe ich mich, wie gesagt, für die aegyptischen Läufer entschieden. Ich nehme meistens 6 Einheiten, weil ich einfach rechts und links gerne 3 Flankiereinheiten haben möchte. Um halt, ne, entweder rechts oder links zu flankieren. Oder halt auch alle 6, aber alle 6 dann stehen sich meistens selber auf dem Fuß. Deswegen lieber 3 rechts, 3 links und gucken, wo man besser durchkommt. Ja, und der Rest sind dann halt dann Bodenschützen. Und da reichen, wenn du schlechte Bodenschützen, also sind ja nicht gut, ne, ist klar. Wenn du relativ schlechte Bodenschützen hast, reichen mir die 5. Das Schöne ist, die Bodenschützen und die dänischen Läufer sind alles leicht. Und die Streiter von Pythia wären jetzt schwer. Mittelschwer brauche ich ja nur für Achilles-Elite-Einheiten. Das heißt, ich bin jetzt auch bei der Forschung, bin ich halt hier auch auf die leichten Gedanken, Rekrutierungskosten nochmal. Ich habe es auch nochmal ein bisschen verbessert. Ich werde auch das auf jeden Fall bald noch forschen, dass der Nahkampfangriff von leichter Infanterie nochmal um 18% verbessert wird, weil das bringt mir ja alles was, ne, in meinem Einheitenlayout. Und schwere sind hier oben, auch nochmal Rekrutierungskosten habe ich auch schon mal gemacht. Gehe jetzt gerade nochmal auf mehr Nahkampfabwehr, weil halt die Streiter von Pyther, die 8 Einheiten, die ich drin habe, nimmst natürlich mit 10% mehr Nahkampfabwehr. Gehe dann auf jeden Fall mit der Bronze, die ich habe, auf 8 Punkte mehr Rüstung aller Einheiten. Alter, klar, nimmst du mit. Und immer werde ich auch auf jeden Fall noch auf den Nahkampfangriff von allen schweren Einheiten gehen, damit die Streiter von Pythia auch nochmal ein bisschen besser werden. Hier wäre das Mittelzeug. Das kann man irgendwann machen. Aber ich, ja, wie gesagt, ich muss ja noch in der Hauptstadt erstmal noch Level 5 gehen mit der Stadt. Das könnte ich jetzt bald machen. Aber ihr seht schon, das kostet mich halt so viel Gold. Ich kann es natürlich diese Runde nicht machen. Also nicht wirklich, weil ich brauche das Gold. Nächste Runde für den Einheitenbau. Also wenn ihr mal gucken wollt, die dänischen Läufer, das sind halt die, denen über den thessalischen Seesoldaten, die halt kein Gold kosten in der Produktion. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, weil 73 ist schon viel, aber ich brauche alleine 8x44 Gold. So, das sind 320 Gold. Also ich könnte jetzt, von der Idee her, könnte ich das jetzt hochmachen und würde ungefähr das Geld dafür haben. Das Ding ist halt,
Mit der Hera zusammen kann ich dann, glaube ich, 7 Einheiten pro Runde bauen. Das ist schon viel, ne? Ich glaube, ja, genau. 7 Einheiten kann ich dann pro Runde bauen. Das geht dann schon, also in 3 Runden ist eure Armee fertig. Das ist schon cool. Auf jeden Fall. Ich muss gucken, ob ich mit der Nahrung hinkomme. Ich glaube, momentan nicht. Aber wir haben ein bisschen was neu eingenommen. Von daher. Und wir haben ja natürlich noch diesen Handwerker, den wir jetzt in ein paar Runden noch in Kranon reinknallen. Da kriegen wir auch nochmal ungefähr 600, 700. Und ich hoffe eigentlich, dass hier mal der Einfluss ein bisschen hochgeht. Ja, dazu müssen wir natürlich auch mal dieses Gebäude entwickeln, was den Einfluss hochmachen würde. Bei Stein zum Beispiel habe ich mich auch entschieden, das könnt ihr halt auch mal überlegen, wenn ihr zum Beispiel wie bei mir jetzt eine Nahrungssiedlung drin habt und sagt, naja, Stein ist okay, nehme ich gerne mit, aber ich würde auch gerne die Nahrung pushen, einfach um die Armee, um mehr Armeen zu bauen und so, dann könnt ihr gerne dieses mittlere Gebäude bauen. Ihr müsst gucken, ob ihr mit der Zufriedenheit hinkommt, aber wir sind hier bei plus 26, also drauf geschissen. Damit kriegt ihr dann nämlich, warte mal. Damit kriegt ihr dann nämlich ein bisschen mehr Stein, ja, 2%. Fraktionsweit, das ist jetzt nicht viel. Das Gebäude kostet aber an sich auch nicht viel. Also es finanziert sich relativ schnell dann irgendwann wieder rein. Aber ihr kriegt 20% mehr Einkommen aller Ressourcen in dieser Provinz. Das heißt zum Beispiel jetzt bei mir Holz, Stein, weil das zählt ja auch mit, und Nahrung. Und das würde ich sagen, ist halt gar nicht so schlecht. Also jedes Gebäude, was Ressourcen, also jedes dieser 5 Gebäude hier, was Ressourcen produziert, hat seinen Sinn. Und das ist eigentlich schon, die Balance ist relativ cool in dem Spiel, weil es gibt andere Tote-Wort-Teile, muss ich euch ehrlich sagen, da sind manche Gebäude absolut sinnfrei. Also ihr baut sie nicht, weil es einfach bessere Gebäude auf dem Slot gibt. Also von daher, das haben sie ja wirklich meines Erachtens sehr, sehr gut gemacht. Okay, wir wollten es ja auch bauen. Ich weiß nicht, ob wir noch was anderes bauen können. Guck mal, ah ja, hier den Leuchtturm. Ja, hier geht zum Beispiel lang, hier habe ich keine sinnvollen Baumöglichkeiten mehr, deswegen baue ich jetzt hier so Leuchttürme. Das heißt, wenn ich meine Armee in der Provinz mal irgendwie durchziehe, kriegen sie halt 300 Erfahrungen pro Runde. Nimmst du mit. Bisschen mehr Sichtweite, weil ist ja auch an der Küste dran, ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. Und ich habe jetzt sogar schon ein Wachhaus gebaut. Einfach nur, was kostet das eigentlich? Ach, Stein ohne Ende. Einfach nur, weil es die, in Jörglos war das, weil es eine Stadt ist am Wasser und damit sie halt ein bisschen mehr Garnison hat. Mehr ist es jetzt auch nicht. Hier hinten werde ich wahrscheinlich das noch abreißen, das Steingebäude, und dann auch lieber wieder dieses mehr Ressourcen machen. Natürlich nehme ich noch mal ein bisschen mehr Bronze. Bronze brauche ich ja auch für Einheiten. Ihr seht ja, ich mache ja gerade Minus. Ich habe es nur am Anfang, würde ich euch auch empfehlen, einfach einmal zu bauen. Das macht euch erstmal Stein und selber kostet es nicht viel. Also das Stein produziert es selber wieder raus. Oder die Baukosten produziert es selber wieder raus. Ein bisschen Einfluss Minus bringt mir noch nicht mal richtig was. Also es steht trotzdem weiter hoch. Und die Bauzeit von allen Gebäuden ist aber um 1 reduziert. Und das nimmst du natürlich mit, solange du noch aufbaust. Und dann, wie ihr sagt, würde ich es umbauen und dann auch wieder auf. Wartet. Auf dieses mittlere gehen, die Goldader-Schmelzofen. Genau, das ist so ein bisschen der Tipp. Also, Grundessenz: nehmt euch 3 Götter. Wählt euch 3 Götter aus. Ich kann euch nur empfehlen, Aphrodite und Hephaistos sind bei mir gesetzt. Ich würde persönlich noch Athena dazu nehmen, einfach weil ihr da Einheiten produzieren könnt. Und halt auch ein paar Vorteile habt, wie Speereinheiten haben mehr Moral. Ihr habt weniger Erschöpfung bei der Schlacht für alle beim Verteidigen. Ihr habt mehr Nahkampfangriff von Speereinheiten. Achso, Rang von Helden übrigens auch nochmal plus 4. Nimmt mal mit. Mehr Nahkampfabwehr von Einheiten von Schild. Wie gesagt, alle meine Einheiten in der Sekundärarmee sind Schild. Kriegen die 20% mehr Nahkampfabwehr. Gorgonen sind Schwachsinn. Braucht ihr nicht bauen. Alle Helden sind in der Schlacht unerschütterlich. Gut. Wenn ich das natürlich mache, müsste ich natürlich gucken, dass ich mich nicht falsch entwickle. Das habe ich mich, glaube ich. Also ich glaube, da habe ich zum Beispiel auch wieder so einen Mikrofehler gemacht. Und zwar habe ich bei dem hier. Genau, ihr könnt nämlich heroischen Geist forschen und dann, ja, dieser Held wird unerschütterlich. Das ist natürlich scheiße. Ne? Hätte ich jetzt natürlich wissen müssen. Dann hätte ich lieber gesagt, dieser Held versetzt feindliche Einheiten in der Nähe in Schrecken. Also verursacht Angst. Wäre jetzt mikrotechnisch gewesen, mikromanagementmäßig gewesen, besser gewesen. Und aber plus 10 Moral alle Einheiten in der Aura des Helden. Also, es nimmst du auch mit. Es sind halt auch sozusagen nicht nur, dass du bei der Rekrutierung, sondern auch, wenn ihr normal spielt, quasi auch noch einen Bonus bekommt. Das ist natürlich super. Ich habe mich dann entschieden für den Artemis-Tempel, weil die 3 Tempel kriegt ihr oder haut ihr nach oben. Und dann könnt ihr es nur mit euren 3 Priesterinnen oben halten. Das heißt, die sind jetzt safe über 600. Ne, vor allem, wenn ihr die Priesterin noch mal ein bisschen ablevelt. Ne? Die ist ja nur Level 1, das heißt, Hera muss ich noch ein bisschen aufpassen. Aber mit Level 5 und mit Level 3
Ich glaube, 3 ist halt so das Markenzeichen, ne? Ja, mit Level 2 eigentlich. Mit Level 2 ist eigentlich das Markenzeichen. Da, nee, noch Level 3, sorry. Mit Level 3, da kriegt ihr nämlich hier einen Punkt und da einen Punkt und fertig. Ne? Also vor allem der Punkt, der Level 2 ist eigentlich, reicht vollkommen aus. Wenn ihr hier Phaistos macht, habt ihr noch ein bisschen Glück, weil dann könnt ihr hier diese Rituale mit Level 4 und Level 5 dann klar wie, beziehungsweise wenn ihr 3 nichts aufgibt, dann mit Level 4 beides machen und da seid ihr da auch durch. Wir müssen mal gucken. Athene ist auch nicht weit weg. Sehr, sehr schön. Und Aphrodite war aber, glaube ich, ein bisschen weiter weg. Aphrodite ist hier mit Level 7. Ne, dass man da auch nochmal ein bisschen was dazu kriegt. Allerdings werden die Kosten auch immer höher. Aber ja, Nahrung. Ihr geht immer davon aus, dass ihr sowieso versucht, Nahrung auf positiv zu halten. Und damit macht ihr eigentlich jede Runde Nahrung. Und ihr kriegt ja durch die Schlachten teilweise auch 2.500 Nahrung pro Runde. Joa, das ist jedenfalls so ein bisschen die Idee. Habe ich hier noch was zu bauen? Oh ja, absolut. Die beiden Sachen habe ich schon. Mache ich hier Nahrung? Nee, ich mache Holz. Dann wäre das hier natürlich nicht so unsinnvoll. Gibt es noch ein anderes Gebäude? Immer mal gucken bei besonderen Gebäuden, ob es hier was Sinnvolles zu bauen gibt. Tempel habe ich schon. Achso, ich habe sozusagen... Ich habe das Wachhaus hier drin gelassen. Ich plane nicht ein, dass ich das hier irgendwie kontrolliere. Ich würde gerne hier die Hesperien jetzt gleich angreifen. Mir das alles nehmen. Die Goldmine ist noch im Einsatz. Das nehmen wir mit. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Gold daraus. Aber wenn sie hier zum Beispiel vorstoßen und hier durchgehen, dass ich hier vielleicht eine Festung habe. Also die Festung quasi statt einem Leuchtfeuer. Weil ich nicht glaube, dass ich hier lange mit Einheiten irgendwie sein werde oder mich hier verteidigen werde mit Einheiten. Weil das Leuchtfeuer bringt euch im Endeffekt wirklich nur diese 300 Erfahrungspunkte pro Runde. Dann baue ich lieber die Torbastion. Ich glaube, das ist sinnvoller. Gut, dann würde ich das Holzverlager bauen, einfach um noch ein bisschen mehr Holz, weil wir haben hier eine Holzmine drin, noch ein bisschen mehr Holz rauszuziehen. Könnt ihr immer gebrauchen, im Notfall tauscht es nachher die Nahrung, wenn ihr zu viel Holz habt und es nicht mehr ausgeben könnt. So müsst ihr auch immer denken, ne? Also versuchen eure Ressourcen, auch so Holz und Stein, immer zu maximieren, einfach nur, weil ihr später tauschen könnt. Ja, und dann, wenn ihr irgendwann nicht mehr Nahrung macht oder sowas, dann tauscht ihr einfach 1000 Holz pro Runde gegen das, was ich... 1000 Nahrung und dann habt ihr die 1000 Nahrung einfach mehr. Nur weil ihr halt mehr Holz produziert. So, genug gequatscht. Es sieht an sich ganz gut aus. Aber wie gesagt, unser Antagonist ist jetzt da. Wir haben unseren Held nicht bewegt. Haben wir denn eigentlich... Den haben wir denn gemacht. Der andere ist verwundet. Beide Helden übrigens unsterblich, können nicht mehr sterben. Was sehr, sehr gut ist. Und ja, wir gucken mal. Wie gesagt, nächste Runde wird dann mal aufgebaut. Ich bin mit meiner Armee nicht weitergelaufen. Ich Depp. Ich muss mit der Armee eigentlich hinterherlaufen. Nee. Ups. Ups. Dies der. Sparta und Arcadia haben dich konföderiert. Nehmen wir mit. Ich hatte auch die Möglichkeit, Arus zu konföderieren. Und einmal kurz auf Mytene. Allerdings, ja, das sind nicht wirklich zusammenhängende Ländereien. Und... Ich will hier unten nicht irgendwas aufbauen, weil wenn ich hier unten jetzt angegriffen werde, wie jetzt zum Beispiel mit dem Antagonisten, dann sitzt er halt da, ne? So. Ach, wir wollten ja mal gucken. Die haben ja keinen Krieg. Die haben noch keinen Krieg, die haben nur Krieg gegen uns. Das muss man auf jeden Fall ändern, so. Ja, das war auf jeden Fall mal wieder richtig clever hier, Alex. Das sind halt 6 Einheiten. Mit nicht so den Speerträger, berühmte Keulenträger. Das sind jetzt nicht Elite-Einheiten, das sind aber auch keine schlechten Einheiten. Mal gucken. Ja, reicht nicht aus, gut. Wir laufen normal hin. Ziehen ihn nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, mindestens 2 Runden kann der noch hier drin bleiben in der Armee. Der Handwerker. Muss man ein bisschen aufpassen, dass wir das nicht verpassen. Das wäre schade. So, und wir können, glaube ich, bauen, oder? Wir haben das Gebet. Und Athene haben wir drin. Achso, im Moment machen wir übrigens noch 70 Gold so plus. Aber unser Abkommen ist abgelaufen, wie ihr seht. Also das wird jetzt, das so viel Gold haben wir jetzt nicht mehr. Oh, erfolgreich. Damit kriegen wir wieder 50 Gold mehr die Runde. Also das ist wirklich super OP. Die Bronze geben wir auch aus.
Weiß nicht, ob das jetzt so sinnvoll war. 357 haben wir. Okay. Na gut, dann bauen wir mal die Armee auf. Ja, Level 7 kommen sie auf jeden Fall raus. Dann gucken wir mal. Theoretisch sinnvoll, erstmal die Einheiten zu. Und da ich Bereitschaft habe, Freunde, machen wir hier schon mal fertig. Und wir hören uns dann nächstes Mal wieder, ne?